ist deine scheiß Mission, Digga. Wenn du irgendwie Eier spielen willst hier, Digga. Kleiner Lutscher, Digga. Mach deine scheiß zwei Bilder runter, bevor ich dich hier f***, bruh. Auf diesem RP-Server gibt's wirklich alles, Jungs. Psychos zum Beispiel. Weißt du, Dean, und jetzt fehlt mir das Niere rausschneiden. Ja. Jetzt wäre so ein Punkt gewesen, mit dem Skalpell ihn in der Niere zu nehmen, ihn irgendwann in Straßenrad zu setzen, wie einen räudigen Köter und dann... Metagaming. Dean, vielen Dank für den Defunk-Stream. Ja. Vielen Dank, guter Mann. Noch mehr Psychopathen. Und schon, wer bist denn du? Was ist mit der Name? Seid lieb zu ihm. Rede doch mal jetzt mit uns. Rede doch ordentlich, lag schon. Malik, ich schreie gleich. Ich mache hier gleich alles kaputt. Aua! Aua, wir bluten. Aua. Wie lacht der Ball? Du könntest halt Tweets machen, wenn du willst. Ja, aber ich muss irgendwelche Leute finden erstmal und die fotografieren. Nein, ich kann dir einen Link schicken von denen. Also du kannst da Links reinkopieren, URLs. So, warte, ich schicke dir das Bild. Mach ein Bild von dir, wie du im Würfelpark stehst, damit die herkommen. Heißes Gerät, Digga. Den Abend ausklingen lassen, alleine. Hier ist jemand. Oh mein Gott, ich werde gepackt, glaube ich. Wo waren denn diese Twitter-Posts? Wieso? Der letzte, der das gemacht hat, ist in Malta, ne? Das ist nicht ein bisschen komisch. Nee, ich bin aus dem Süden, das ist ein normaler Sprachgebrauch dort. Habe ich jemanden beleidigt? Ist das irgendwie deine Schwester oder so? Nur mal zur Info, der das gestern gemacht hat, mit den gleichen Posts. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, gestern. Ich weiß nicht, was du meinst. Der hat gestern einen Flug nach Malta bekommen, nur mal so. Darf man hier keine Menschen posten? Nee, aber wer die ganze Zeit so Tweets macht mit... Das ist aber ein heißes Gerät, muss ich schon zugeben, ne? Das ist schon ein heißes Gerät, du. Ja, ich kenne sie, nur mal so. Kannst du mir ihre Nummer geben, vielleicht geht das. Die ist ja vom Pazifik, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, der so Tweets gemacht hat, die waren genauso. Die Tweets wurden gelöscht und er ist wahrscheinlich in Malta. Ey, Bro, ich würde einfach mal die Tweets dann runternehmen, Digga, das ist echt... Geht nicht. Oh, scheiße. Er spielt mit Feuer, glaube ich, kann das sein? Ne, er kann sich ja entschuldigen, weil der gestern hat ja voll gespammt, er hat jetzt eingemacht, der kann sich ja wenigstens entschuldigen. Ja, wofür soll ich mich entschuldigen? Ist das kein heißes Gerät? Willst du mir das jetzt gerade sagen oder wie ist das? Oh, scheiße, Alter, jetzt wird's ernst, glaube ich. Das stimmt doch, ist so nur die Wahrheit, was ich hier poste, ne? Ist ja jetzt nicht irgendwie was Schlimmes so, ist ja eigentlich ein Kompliment, da muss man sich freuen, ne? Ich glaube jetzt nicht, dass sie viele Komplimente bekommt. Halt mal kurz die Fresse, wenn ich rede. Kollege, so redest du nicht mit mir. Ey, wollen wir den einpacken? Ja, mach mal. Wie, wen willst du hier einpacken? Was sollen die Scheiße jetzt? Wow. Auf jeden Fall, es war nur im guten Sinne, ich wollte dich nur warnen, dass wenn du weiteres Posts machst, du gebannt werden könntest. Machst du das Scheiße nicht mehr, hast du das verstanden, Digga? Haben wir kurz die Fresse, was meinst du mit gebannt? Du kannst nach Malta fliegen, wenn du noch weitere Posts machst, die so ähnlich sind. Ja, alles gut, ich werde da nichts mehr machen, ne? Da weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Auf jeden Fall, ich gehe da meine Klamotten wechseln, wenn es in Ordnung ist. Jo. Ja. Ich bin so hobbylos. Pumuckel am Arbeiten, Digga, das ist crazy. Die soll ich mal packen, Digga. Soll mal irgendwas machen. Junge, irgendwann reicht es auch. Er ist wieder hier vor mir. Kollege, hab ich dich nicht gewarnt. Wieso schlägst du mich, hä? Warum machst du denn sowas? Kannst du mal aufhören, mich zu hauen, bitte? Hörst du auf, so Sachen zu posten? Was soll das? Hä? Also, kannst du mal aufhören, mich zu schlagen einfach? Jetzt ohne Witz, ne? Jetzt langsam reicht's, Digga, mit deinen scheiß Tweets. Bleib mal weg. Hallo, hey, was? Guck mal, hey, ist das deine Freundin oder so? Nein, aber es ist die Chefin von meinem Kollegen aus Europa. Okay, aber was hat Europa jetzt hier mit meinen Tweets zu tun? Steig ein in das Auto. Wow. Steig in das Auto ein, wir bringen dich zu der Frau. Steig ein, sofort. Wow, okay. Steig wow, hier ein. Beruhig dich. Steig hier ein, sofort. Also jetzt nur aus Neugier. Das ist jetzt nicht deine Freundin und du suchst mich in der Stadt, findest mich und schlägst mich dann? Und wieso? Ich hab dich gewarnt. Wo hast du sie fotografiert? Das geht dich doch wohl nichts an, ne? Das ist ja wohl was zwischen mir und dir. Hast du irgendwie Kontakt zu den Leuten vom Pazifik? Warte, ich weiß, wohin wir gehen. Wer solche sinnfreien Tweets postet von irgendwelchen Frauen? Naja. So. Hättest du eigentlich auch nur raustasern müssen, da hätten wir jetzt ein bisschen... Nein, ja, ich hab keinen... Ich hab halt keinen Taser, es tut mir leid. Ja, dann sag doch was. Ich fick deren RP, Digga, was ist denn das für Versager? Was hat man davon von solchen Tweets, ne? Ich hab ihn noch gewarnt. Das ist nicht meine Freundin, aber ich beschütze sie im RP, weil in Real Life ist ihr Chef mein bester Freund. Bro. Ja, ist klar. So, ich nehme dich mal fest, Kollege. Wieso tut mein Kopf so wie, oh mein, das ist ein bisschen fest, ne, die Fesseln jetzt. Ja, hä? Es ist mir völlig egal, ob die Fesseln, wir gehen mal ein bisschen spazieren, mein Freund. Wo ist mein Keller? Wieso bist du so unfreundlich? Ich glaub, ja, weiß ich nicht, ich stehe halt nicht drauf, wenn Leute hier anfangen, irgendwelche Tweets über Frauen zu machen, die überhaupt nicht witzig sind. Ja, ich nehme mal kurz dein Handy weg, ne, damit wieso? Ich keine Scheiße los. Ja, aus Prinzip. Bleib stehen! Bleib stehen!
Oh. Die haben gesagt, du sollst stehen bleiben. Also, könnt ihr hier abschließen irgendwo? Junge, wie trägt er mich? Was ist das? Er trägt dich als Backling, Digga, neuer Fortnite-Skin. Das darf man als Rucksack in Fortnite. Guck mal das an, Digga. Vorgeht ja sehr. So, Kollege. Wer ist denn der Magger jetzt von der Dame? So, mal eine andere Sache jetzt, ja? Findest du das lustig, was du da auf Twitter postest? Was meinst du? Ja, weiß ich nicht. Also, du bist doch hier der, wie heißt der denn? Yachmar Yana, richtig? Nee, Yachmar Yana bin ich nicht. Ich bin Yachmar Yachmar. Wenn du das schon richtig aussprechen, Kollege. Ich spreche dich ja auch nicht mit Volldepp vom Dienst an, ne? Ist ja nicht dein Name. Mach ich ja nicht. Boah, scheiße. Jetzt hast du meine Mutter gef***t, Digga, geil. Hä? Jetzt hast du meine Mutter gef***t. Ja, was fällt denn dir ein, Digga, so eine Scheiße zu tweeten? Warum soll ich deine Mutter f***en? Ist deine Mutter eine Nutte? Ja, beantwortet meine Frage. Was fällt dir ein? Ich hab einfach... Ist das lustig, so abwertende Scheiße zu tweeten? Ist das abwertend, jetzt in der Küche zu kochen? Ist das abwertend? Oder was meinst du jetzt genau? Ja, ich meine die Fotos, die du da drunter gemacht hast. Kann dieser eine Typ mal aufhören, mich die ganze Zeit zu schlagen? Das tut ein bisschen weh. Also findest du das witzig, solche komischen Bilder zu posten? Nein, ich weiß nicht. Da hast du irgendwie kein Kurzzeitgedächtnis? Ich habe die Frage schon dreimal beantwortet. Nee, du bist der Frage ausgewichen. Achso. Nee, ich find's nicht lustig. Ich habe das einfach so gemacht. Mhm, einfach so. Und was war die Intention dahinter? Die Intention dahinter war, die Aufmerksamkeit der Dame zu bekommen. Indem du die fotografierst und da in den Schritt irgendwelche... Genau, ja. Dann kommt sie, dann sucht sie mich wahrscheinlich und dann sagt sie, was soll die Scheiße? Und dann sage ich, hey, war nicht so gemeint und dies und das. Und dann lass ich mal Riss spielen, weißt du, wie ich meine? Dein Riss lässt du spielen, okay. Also, keine Ahnung, jemand mit grünen Haaren hat grundsätzlich keinen Riss, glaube ich. Ja, deine Mutter habe ich anscheinend schon gefickt. Ach so, okay, gut. Wieso schlägst du mich? Der meinte das gerade zu mir. Der hat das gerade selber gesagt. Warum haust du mich jetzt eigentlich? Einfach nur aktive Blut. Kannst du mal die Maske absetzen? Warum sollten wir das denn? Hm? Nee, ich mit dir rede ich gerade nicht. Ich frage den anderen. Ich frage nicht. Der Justizier, der Anweisung gibt. Das war keine Anweisung, das war eine Frage. Ich weiß nicht, ob du die beiden Sachen unterscheiden kannst oder nicht, aber das war eine Frage. Ja, dann stell es auch als Frage und nicht als Aufforderung. Hab ich doch. Kannst du die Maske absetzen, habe ich gesagt. Nicht, setz die Maske ab. Was, bist du taub oder so? Habe ich doch genauso gesagt. Pass auf, mein Freundchen. Sehen wir sowas nochmal in den nächsten Tagen oder in der nächsten Viertelstunde. Finden wir dich wieder und ficken dich nochmal, hast du mich verstanden? Und dann lassen wir dich liegen. Günther, ich brauche noch ein bisschen Geld. Kannst du mal gucken, was er noch dabei hat? Also, wir machen jetzt mal einen schönen Rundflug. Einen Rundflug? Wohin denn? Ah, das wirst du schon mal sehen. Will jemand mitkommen? Drei Plätze haben wir noch. Na klar, ich komme mit. Also. Ich komme auch mit. Ach, der bringt mich auch. Mundschiliert jetzt. Ich hab auch keinen Bock, Digga. Digga, der eine Fall, ey, so wirklich. Ihr seid mal Knalltüten, ey. Nass. Digga, willst du uns verarschen gerade? Warte, das war aus Versehen, warte. Wie lange bist du denn schon hier? Also seit ein paar Wochen, aber ich war lange nicht mehr da. Seit ein paar Wochen? Du warst lange nicht mehr da? Dann machst du so einen Müll oder was? Hast du nichts Besseres zu tun? Macht dir das Spaß, dir einfach andere Leute irgendwie zu belästigen? Ich hab dir das irgendwie schon dreimal erklärt, ich antworte auf diese Frage nicht, das wird mir jetzt langsam zu blöd. Ja, die Sache ist nicht. Mit dir hat keiner geredet, halt mal bitte kurz die Fresse. Also reicht langsam. Du mischst dich hier die ganze Zeit an, als wärst du irgendwie, keine Ahnung, der Schwanz vom Dienst oder so. Alles gleich. Ist mir ein bisschen zu blöd. Dann kannst du jetzt von hier laufen. Ich hätte ihm gerne nochmal eine mitgegeben, einfach nur für die Frechheit. Nee. Ah, hier hinten verblutet er auf jeden Fall und das ist halt Quatsch. Weißt du, Dean, und jetzt fehlt mir das Niere rausschneiden. Ja. Jetzt wäre es so ein Punkt gewesen, mit dem Skalpell ihn in der Niere zu nehmen, ihn irgendwo an den Straßenrand zu setzen, wie einen räudigen Köter und dann seinen ihm einen schönen Abend wünschen. Ja, sieh zu, dass du zusiehst, mein Freund. Dean, vielen Dank für den Defunk-Stream. Ja. Vielen Dank, guter Mann. Ah, habt ihr das über Defunk gestreamt? Ja. Geil. Ja, einfach nur geil. Ich glaube nicht, dass es vorbei ist. Es fängt gerade erst an. Hashtag Blackbros. Hashtag GB Session. Crazy, da kommt direkt einer. Hallo, alles gut? Ja, schönes Auto hast du da. Ey, yo, was geht? Hallo? Hey, yo, was geht? Seid ihr schon lange hier? Guck mal, was der schreibt auf Twitter. Guck auf Twitter. Ach, du bist der mit den Tweets oder was? Ich glaube nicht, dass es vorbei ist. Es fängt gerade erst an. Hashtag Blackbros, Hashtag GB Session. Wir haben da eine kleine Auseinandersetzung gehabt. Mit wem? Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich guck so selten auf. Oh, was? Das ist wirklich jetzt auch mal ein bisschen jetzt beschämend auch. Gerade eben wurde der Herr schon, sag ich mal, flachgelegt von denen. Ne? Warte, stopp. Wer, das war was? Einfach nur. Hast du nicht gerade aus der Lektion gerade gelernt, was die mit dir gemacht haben? Ich esse gerade Kekse, warte. Ich habe so viele Fragen, mein Lieber. Ja, schieß los. Bist du ein bisschen frauenfeindlich unterwegs? Ist das frauenfeindlich, wenn ich ein Bild poste, wo eine Frau in der Küche ist einfach? Naja, ich weiß ja nicht. Ich denke, wir sollten uns in dieser Welt von Klischees freimachen. Liegen wir ein Adler weg von den Klischees. Ich bin halt nur ein bisschen irritiert. Ich versuche gerade zu verstehen, was du da alles so postest. Ich glaube, das kannst du gar nicht verstehen. Du bist viel zu alt dafür, aber okay, alles gut. Was? Wow.
Wow. Entschuldigung, bitte was? Also du klingst halt so, als wärst du 40 oder so, deswegen glaube ich, du verstehst das nicht so. Aber das ist ja in Ordnung. Wieso bin ich jetzt fest? Hallo? Muss ich jetzt mal mitnehmen, weil ich weiß schon genau, was du hier vorhast, du kleiner Lutscher. Hallo, hä? Was machst du? Ja, was ist deine scheiß Mission hier? Ich weiß ganz genau, warum du hier bist. Du willst abfacken, gell? Was ist denn jetzt? Wieso machst du das? Weil ich ganz genau weiß, was du hier für Filme machst. Digga, mir wurde mein Handy vorhin schon weggenommen, hör auf damit jetzt. Du hast zwei Handys, ich hab dir gar nichts weggenommen. Ich bin da nicht drauf angewiesen. Aber mach einfach die Faxen nicht. Ja, ich hab da nur normale Konversation geführt. Ja, ja, ich weiß schon, was du machst. Du stellst dich irgendwo hin, dann machst du ein Bild, dann stellst du das hoch, bearbeitest das ein bisschen. Mach das einfach bei der Frau nicht. Wenn du das bei jemand anderem machst, kannst du das gerne machen. Ich hab's ja nicht bei deiner Frau gemacht. Ich weiß nicht, was du jetzt von mir willst. Ich warne dich nur vor. Oder was will dieser Schwanz von mir? Was ist denn mit dem jetzt? Hallo? Kannst du mal aufhören zu hupen, Kollege? Ist irgendwas, Jungs? Oh, Hilfe, lass mich in Ruhe. Ja, alles klar. Hase. Was macht er denn jetzt? Ich möchte es nicht wissen. Ich möchte es nicht wissen. Ihr Mann ist aber auch schon ein bisschen, Er ist sehr, speziell? Man merkt, dass er ein bisschen speziell ist. Ich glaube, der ist ein bisschen eingeschränkt, das meinst du, oder? Nee, das nicht, das nicht. Boah, also eingeschränkt nicht. Der ist sehr eifersüchtig und hat massivst Probleme mit Disrespekt. Wie habt ihr euch denn kennengelernt, wenn ich fragen darf? Ach du, wir kennen uns schon seit Monaten eigentlich. Er wollte eigentlich nie jemanden. Ich wollte gar keinen mehr. Mehr? Also hatten Sie davor einen? Ja, natürlich. Ich bin schon eine Weile da. Also wurden Sie quasi so ein bisschen rumgereicht? Also ich weiß schon, wenn ich zu wem gehöre, zu wem ich gehöre. Ja, man kann ja auch eine Liste machen, wenn man zu 5 Leuten gehört. So ist es nicht. Ey, wollt ihr mal sehen, was mit Leuten passiert, die frech sind? Was passiert mit Leuten, die frech sind? Wow! Ey, Bruder, ich mein's ernst, du bist echt eine... Ja. Ich mein, wer da hinten mit 2 Reifen nur noch fährt, beziehungsweise mit einem und dann... Nee, aber ich weiß ja, was er hier vorhat. To the ceiling, down to the floor, left to the window, right on the door. Kollege, 30 Sekunden Zeit, das Bild runterzunehmen. Was labert dieser Typ? Was ist deine scheiß Mission, Digga? Wenn du irgendwie Eier spielen willst hier, Digga, dann verpiss dich direkt, du kleiner Lutscher, bevor ich dich ficke, Digga. Hast du mich verstanden? Kannst du dich kurz beruhigen? Das ist einfach nur ein Songtext. Kleiner Lutscher, Digga, mach deinen scheiß 2 Bilder runter, bevor ich dich hier ficke. Man kann das nicht runternehmen. Ich kann das Bilder runternehmen, du kleiner Bastard. Aber das Ding ist, guck mal, das ist ein Songtext. Kennst du das nicht? Guck mal, ich geb to the ceiling, down to the floor, left to the window, right to the door. 18, 17, 16. Kiss me, Mommy, kiss me, Daddy. 15, 14. Wie geht das? Ja, dann 13, erklär mir mal, wie das 15, geht. 6, das artet hier gleich 5, aus. Das geht nicht, das geht nicht. Das geht immer noch nicht. Was ist das für ein Power-RP, Digga? Wollen die mich verarschen? Was eine Pflaume. Geil, Digga. Was ein Hundesohn. Hier, ich piss auf dich, du Spaß. Ich bin noch mal kurz. Ey, Bruder, ich will jetzt nicht ewig aufdringlich sein. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Yeah. Kannst du bitte mal so ein Lakshan sagen? Lakshan. Danke. Lakshan. Eine Sache, ich habe eine Frage an dich. Ja, bitte mal ein bisschen. Du meintest Bilder runternehmen? Junge, ich lösche täglich. Wie geht das? Ja, ich habe gefragt, wie das geht. Du schießt mich einfach um. Was soll das? Ich habe dir 20 Sekunden Zeit gegeben. Ja, ich habe dich 5-mal gefragt, wie das geht, du Vollidiot. Und du schießt mich einfach um. Willst du mich verarschen? Wie Vollidiot? Warte mal kurz. Luan, noch nicht. Luan, chill, Digga. Luan. Ja, erklär mal, wie das geht jetzt. Was soll das hier? Geh mal auf deinen Tweedle oder was das ist. Auf den Brief am Schleck. Und da siehst du 2 Mütter bei dem Beitrag. Dein Vater und deine Mutter. Nee. Ja, kann nicht sein, dass es bei 20 Leuten da ist und bei dir nicht. Ja, keine Ahnung, vielleicht erklär das einfach mal richtig, damit ich das verstehe, weißt du? Vielleicht gehst du gleich einfach mal eine dicke Runde schwimmen, Alter. Ich kann doch nichts dafür, dass du schlecht im Erklären bist. Machen wir es aber anders, Bruder. Hä, was soll denn der Scheiß jetzt? Ihr seid so blöd, mir jetzt zu erklären, wie das geht und jetzt werde ich mitgenommen, oder was? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Hat deine Fresse, du Wichser. Wollt ihr mich verarschen? Was soll die Scheiße? Deine Fresse, du Wichser. Deine Fresse, du Pisser. Verstand, du Hund? Nee, ich bin nicht leise. Was machst du jetzt? Dein Mund, du Wichser. Nee, mach ich nicht. Potze. Selber. Ihr seid zu blöd, Sachen zu erklären, Digga. Seid ihr blöd oder so? Ihr seid zu blöd. Deine Fresse, du Hund, du. Du scheiß unschuldige Geburt, Junge. Na ja, warte mal, bleib doch mal stehen jetzt hier, Mensch. Müssen wir mal so machen. Funktioniert das so, sicher? Nee, irgendwie nicht. Ja. Bruh. Bleib stehen. Achso, er ist schon tot. Jungs, wir können den bewusstlosen Heli setzen und rüberschaffen. Und dann hoch. Jawoll. Ich glaube, der hat die Fresse bekommen. Komplett in die Fresse gekriegt. Der macht sich wieder behindert darüber, dass ich einen Kopfschuss im RP bekommen habe. Hey! Du Flachsack! Hey.
Mensch, wo gehst du denn hin, Mensch? Bleib doch mal stehen jetzt. Hallo. Ich mag das gar nicht, was sie hier macht. Ja, heul doch, komm, Heli. Ich mag das überhaupt nicht, was sie hier macht, Digga. Heul doch einmal, Digga. Ich mag das gar nicht, du Vollidiot, halt's Maul. Kannst du den, während du drinnen sitzt, reinsetzen und nicht schließt zu, Digga? Geht das? Warte. Zugeschlossen. Oh, nee, scheiße, doch. Ihr kriegt das. Nehm da, Polizei! Die ist so blöd, ich weiß es nicht. Der hat mich wieder getötet. Alter! Junge, ich f*** sein Lachen gleich. Alter, Zutchain, ey. Geil. Kannst du den hinten reinsetzen, wenn ich den Heli zuschließe? Geht das? Naja. Ja, da muss ich zuschließen. Easiness. Der ist auch so blöd, der checkt, dass man aus dem geschlossenen Fahrzeug einfach raus kann. Aber wenn man so frech ist, wenn man es einfach nicht lernen möchte, ne? Hey, bleib doch mal stehen jetzt hier, Komödie. Was ist denn das? Bleib schon, Jungs, ganz kurz. Können wir das Ganze, ich habe jetzt ehrlich gesagt genug davon, können wir das Ganze, ich entschuldige mich bei euch, wir belassen es dabei. Mag, schaut deine Fresse, du Pisser, du kommst noch gar nicht zurückkommen. Warum bist du wie so ein geistig Behinderter? Weil ich geistig behindert bin, weil ich dich gesehen habe, ja, du hässliche Fatzadon. Hast du einen Stock im Arsch oder so, du Vollidiot? Nee, du Pisser. Wie ist das eigentlich, um 2.40 Uhr GTRP zu spielen, du dummer Versager? Wie ist das mit 2.40 Uhr GTRP zu spielen, du dummer Versager? Zum rumzutrollen, du Pisser. Wie ist denn das? Erklär mal. Kriegst halt irgendwie nichts geschissen. Machen wir nochmal? Ihr seid wirklich blöd. Ihr seid wirklich geistig eingeschränkt, kann das sein? Ihr seid wirklich geistig behindert. Ach. Yo, pass auf. Hey, Bruder, wenn die dich hochholen, quitt einfach. Mach ich auch. Also, dann markiert mir mal, wo ihr den hinhaben wollt auf K. Nee, tut mir leid, das gebe ich mir nicht. Der Hund hat sich schlafen gelegt im Flieger, der Pisser. Ich f*** den Typen gleich. Genau, der Pisser wird noch sehen, was er davon hat, der Hund. Ich schwör auf alles, der Herr redet nicht. Mach schon, wer bist denn du, was ist denn dein Name? Seid lieb zu ihm. Wieso sind wir denn so? Rede doch mal jetzt mit uns. Rede doch ordentlich, lag schon. Malik, ich schreie gleich. Ich mache hier gleich alles kaputt. Was sind das für Menschen? Was zum Fick passiert hier? Was zum Fick? Wie redet dieser eine Typ? Junge, ich habe wirklich noch nie in meinem Leben so viel Content rausgeholt aus einem Server. Der lacht wie so ein geistig gestörter, Digga. Lag schon, der Hund soll mit uns reden. Das ist echt krank, das ist crazy. Guck mal, wie die ganze Rednergruppe da hinterherläuft. Das sind ganz, ganz kranke Leute, Digga, ich komm nicht klar. Das sind Psychopathen, es ist fast 3 Uhr morgens. Es ist fast 3 Uhr morgens auf einem Montag, Bruder, arbeiten diese Menschen nicht? Aua! Wir bluten. Bruder, wie lacht dieser eine Typ? Was ist das für ein Mann? Wie lacht der Bad? Oh, ich wurde gebannt. Trawler, ich bin permanent gebannt. Ja, okay, dann streame ich dir einfach, wie ich dir einfach alle umschepper jetzt. Warte, Oscar kann dir helfen, der kann Tweets und so einen Scheiß machen, der hat extra das Führerschein und so gemacht. Heute wird's heiß. Hashtag spaßig. Man sieht einfach noch im Hintergrund. Es wird gleich direkt dieser Typ wieder kommen mit seinem Van, Digga. Kannst du das Foto runternehmen? Das ist zwar nicht meine Freundin, aber nimm mal trotzdem das Foto runter. Mach noch ein Selfie von dir, Oscar, wie du am Würfelpark chillst und dann sagst so ein bisschen den Abend ausziehen lassen oder Sonne genießen oder so einen Scheiß, damit der weiß, dass du am Würfelpark bist. Kollege, könntest du das Foto? Ich weiß, was du vorhast, ne? Du bist so ein Typ, der hier Fotos postet. Wir machen sofort auch damit. Heute wird's heiß. Sag mal, willst du so wie Yachmar Yachnar? Das ist er. Schaut mal alle Twitter, könnt gerne liken, wenn ihr wollt. Der hat jetzt deine Leiche fotografiert und reingeschickt. Das sind solche Versager, Digga, ich komm nicht klar. Versuch dich rauszureden und poste dann einfach das Bild, was ich reingeschickt habe. Du musst sie die ganze Zeit provozieren. Ich sag's dir schlecht, das Bild, ich schicke einfach das rein. So. Oh, scheiße. Gut? Oh, scheiße, Mann. Hast du deine Lektion gelernt, Kollege? Boah, soll ich das löschen bei Twitter? Kannst du ja gerne mal probieren, ne? Oh ja, mach ich sofort. Schreibst die für 5er oder ja, irgendwie sowas. Tag. 241. Ach du Scheiße! Was ist das denn? Guck auf Twitter, was er jetzt schon wieder gepostet hat. Ich hab doch gelöscht. Kollege! Ey, was soll denn das? Da holt er wieder die Waffe raus. Aufhören oder ich schieße. Könnt ihr euch bitte mal raffen? Bruh. Weil der hat nämlich gestern Abend schon Stress gemacht. Was labern die? Und jetzt postet er noch so einen Scheiß. Boah, die denken, du bist ich. Also, ja, stimmt. Die Stimme ist gleich. Ja. Die Stimme ist gleich, die Editierungskünste sind auch gleich. Boah, ja. Was labern die? Welchermaßen Polos. Der ist jetzt schon gestern und jetzt heute noch wieder da. Ja, kann ich nichts machen, das Patient ist hirntot. Ja. Hast du gut ausgeholt. Escort. Junge. Das Ding ist, ich habe das 1:1 gestern gepostet. Jetzt werden die erst recht denken, dass du ich bist.
Ich habe ihn rangeholt. Sehr gut, vielen Dank. Wir unterhalten uns mal ein bisschen, ne? Wer sind Sie denn? Ja, kennen Sie gar nicht. Lass einfach die Spielchen sein. Ich kann dir jetzt nur eins sagen. Wenn du hier das Leben zur Hölle haben willst, mach ruhig so weiter. Sag mal zu irgendjemandem, halt die Fresse. Halt kurz die Fresse, warte. Hast du gerade halt die Fresse gesagt? Was hast du gerade gesagt? Halt die Fresse. Jetzt hältst du mal deine Scheißfresse, ja? Dann hörst der Frau mal zu. Was, Bruder? Weiterreden. Ich nicht. Also, wie gesagt. Einmal kurz die Fresse halten, warte. Wenn du jetzt nicht aufpasst und dir genauestens überlegst, was du tust, Junge, dann mach ich dir das Leben zur Hölle. Wie viel kostest du eigentlich so pro Stunde? Hättest du es nicht getan, hätte ich es getan. Ich sag's dir so, wie es ist. Wurde der Glatzkopf nach Malta geschickt, oder was? Ja. Sehr gut, endlich. Der kommt wieder. Ja, der kommt wieder. Der war ja gestern mit den grünen Haaren. Meint ihr, dass er das war? Ich glaube nicht, dass er das war. Doch. Ich glaube doch. Doch. Die gleichen Editierungskünste. Und die Stimme war auch gleich. Ah, okay. Die sind so blöd, Digga. Ja, das ist aber schon echt krank, ne? Seit 2-3 Tagen geht hier echt so eine Action ab, ey. Echt heftig. Yeah, mehr als sonst. Das ist so eine YouTube-Trolle gegen die... also da werden wir jetzt öfters erstmal ein bisschen was von haben. YouTube-Troller gegen? Wie geil ist das denn aber jetzt, ne? Dass ich hier entbannt bin einfach und drauf kann. Was, du bist entbannt? Oh, ich hab eine Idee, Safet. Bruder, das ist aber richtig riskant. Ich tue so, als ob ich dich einpacke. Nimm deine verfickten Hände hoch. Okay, nicht schießen, bitte. Ihr müsst unbedingt zum Pazifik kommen, unbedingt. Jetzt wird's geil. Was geht da, Bro? Alles fit. Wie geht's denn dann? Gut, und der? Warte, bis jetzt Pazifik kommt und dann bist du komplett... Ja, beruhig dich mal jetzt, ich warte schon. Beruhigen muss hier gar nicht. Oh. Wow, du hast ihn gefickt. Das wollte ich nicht. Ja, tut mir leid, das wollte ich nicht. Mein Kopf tut voll weh, Digga, aber so haust du mich eigentlich. War ohne Absicht. Du kannst ja schon mal Medics rufen, oder? Wofür denn? Wofür denn? Hä, ich hab doch gestern, du hast mich doch rumgeknallt, Digga. Ich hab doch dann... Wieso meine Hände jetzt unten? Nimm deine Hände hoch! Ja, chill doch mal, Alter. Chill doch, wirklich. Junge, das sind zu viele. Wie soll ich die alle legen? Der halber Server kommt. Ah, grüne Haare. Sehr schön. Du erzählst mir jetzt mal bitte, warum ihr so einen Hass auf uns habt. Ich wurde gestern eigentlich schon, also wir haben das gestern eigentlich geklärt, dachte ich, wurde irgendwie viermal zusammengeschlagen und dann habe ich halt gesagt, ich mach das nicht mehr. Ich habe auch nichts mehr gemacht seitdem eigentlich, also. Und er tut mir einen Gefallen, wenn der jetzt hochkommt, lasst mich mal bitte eine Minute mit ihm alleine reden, ja? Mit dem kann man nicht reden. Der schlagt auf einen los, obwohl man eine Knarre in der Hand hat, das ist echt. Naja, und er macht die ganze Zeit so Tweets gegen okay. Pacific. Das ist seit 3 Tagen. Nur so komische Tweets. Ich frage mich echt, also das ist auch meine Frage jetzt an ihn. Von wem kommen die? Ja, das will ich nämlich auch wissen. Ich habe eine Frage. Ich glaube, nur ihr dürft ihn in den Leichensack packen, oder? Ja, wie lange brauchen die, um dich hochzuholen? Ich check's auch nicht, Digga. Dabei bearbeiten 4 Leute deinen Penis einfach. Die kriegen dich alle nicht hoch. Und die rufen Notrufzentrale an den Real-Life und fragen so, Digga, hier liegt einer am Boden, was muss ich machen? Oh, ich habe aus Versehen EKG gestoppt. Hallo, ist ja alles verschwommen, wieso ist das so? So. Einmal bitte hinsetzen. Ja. Ach du Scheiße. Kannst du mir bitte mal erzählen, warum du so einen Hass auf uns hast? Ja, was meinst du? Jetzt erzähl mir nicht, dass du nicht gepostet hast. Ja, das war gestern. Warum hast du es denn dann gestern gemacht? Hätte ich gern gewusst. Also ich bin ein bisschen schüchtern bei Frauen und so. Und ich dachte vielleicht, also mein Humor ist ein bisschen anders. Und ich dachte vielleicht, dass ich mich bei einer Frau wo einschleimen kann ein bisschen. Also wir haben das eigentlich geregelt gehabt. Ich wurde irgendwo 5-mal geschlagen und so. Und dann habe ich auch nichts mehr gepostet eigentlich. Könnt ihr auch nachgucken. Davro, kannst du kurz kommen und absichern? Ey, Safet. Ja. Wir gehen jetzt ans Limit. So, Sportsfreund, ich will jetzt wissen, von wem ihr seid. Seit paar Tagen seid ihr von irgendeinem YouTuber kommt ihr die ganze Zeit. Was meinst du mit ihr? Aber was meinst du mit ihr genau? Seit 3 Tagen ist hier irgendwie richtig viel Action los. Von wem kommt ihr? Ich verstehe die Frage nicht, bist du blöd oder so? Wir kommen doch von Manity, also von dir. Wie von mir? Ja, von dir kommen wir doch, bist du blöd? Voll geil, irgendwie. Ihr dummen Lutscher, habt ihr mich bei euch reingelassen oder was? Das war die ganze Zeit ich. Ihr seid voll die RP-gefangenen Vollidioten. Ihr Vollidioten. 11 Stunden lang haben wir RP gemacht mit euch, ihr Vollidioten, und ihr checkt das nicht. Wir erstmal draufkacken, Digga. Kurz auf Davo eine Scheißwurst ablassen. Auf Davo. Auf Davo kacken, ganz kurz, hier Davo. Bist du jetzt eigentlich im Support, Davo? Seid ihr alle im Support gerade? Was macht ihr? Ihr Scheißidioten seid die ganze Zeit am Metern, Digga. Was ist das für ein RP? Seid ihr das gerade am Stream, im D-Funk? Hm? Seid ihr das gerade am Stream? Streamst du das 3 Versager-Freunden, du Vollidiot? Davo? Leute, wieso holt ihr euch eigentlich nicht hoch, gegenseitig? Ihr seid ja auch sowieso die ganze Zeit am Metern. Hallo? Nach dem Server-Restart geht das RP weiter. Bro, auf eurem Server gibt's gar kein RP. Was labert ihr eigentlich? Seid ihr dumm? Wo ist das RP, Digga? Ihr seid die ganze Zeit am Metern. Ihr bringt Leute irgendwo an einem Mount Chiliad und streamt euch das im Discord, Digga. Wo ist das RP? Willst du mich verarschen?
Davo. Hallo? Leute, ich wollte RP machen auf eurem Server. Darf man das hier? Kannst du mir ein Sandwich machen, du Sch***? Oh, ich bin gebannt. Grund RDM, ich habe keinen einzigen Typen getötet gerade, ne? Was kann man für dich tun? Hallo? Da hat gerade so ein Typ einfach Leute getötet und ich wurde wegen RDM gebannt. Ich habe niemanden getötet. Ich gratuliere, niemand mag dich. Tschüss. Was meinst du? Oh, schade. Der hat mich einfach gebannt.